Herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge TBTV. Und zwar habe ich heute den Jens von der Firma Amarodo hier. Und in den letzten Wochen habe ich euch immer mal erzählt, ein paar neue 3D-Drucker vorgestellt. Und auch der Jens hat ein eigenes Unternehmen. Und was er da macht und was er alles so herstellt, das erzählt er uns in diesem Video. Ja, Jens, erstmal schön, dass du da bist. Du kommst ja aus der Region. Ja, aus Wunsdorf. Genau, das ist ja quasi ums Eck und du hast ein 3D-Druckunternehmen. Mhm. Seit wie vielen Monaten, Jahren betreibst du es? Was hast du damit vor? Das wirst du uns hoffentlich alles erzählen. Ja. Aber fang doch mal in den Anfängen einfach an. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, ein 3D-Druckunternehmen ins Leben zu rufen? Ja, wir haben vor circa 2-3 Jahren angefangen, mit 3D-Druckern uns zu beschäftigen. Okay. Da ging es um eine Herstellung von einem 3D-Gehäuse. Also im technischen Bereich? Ja, genau, ja, okay. Ganz richtig. Und da haben wir mit einem Produkt entwickelt und uns überlegt, das auf den Markt zu bringen, haben uns aber letztendlich entschlossen, dass das Produkt, so wie wir es haben wollten, nicht einträglich wäre. Also es ist ein Konsumerprodukt gewesen und wir sind einfach von den Kosten da weggelaufen. Das, was wir produzieren, wenn wir es produziert hätten in Handarbeit, wären wir einfach nicht auf den Preis gekommen, wo wir einen Markt gefunden hätten. Und deswegen waren die 3D-Drucker erstmal da. Und als Brettspieler und Tabletop-Spieler fand ich das auch interessant, was so ein Drucker so macht und habe mich damit beschäftigt und dann mal so Teile gedruckt, zum Beispiel zu Gloomhaven, ein ganz beliebtes Spiel in meiner Gruppe, und da haben wir jede Menge Geländesachen uns gedruckt und damit fing das im Prinzip an. Und jetzt eigentlich erst vor ein paar Monaten sind wir auf die Idee gekommen, da mehr draus zu machen und tatsächlich das zu skalieren. Okay. Es hat angefangen mit Würfeltürmen. Ja. Da haben wir einen Kickstarter mitgemacht, wo wir als Händler Würfeltürme verkaufen können, weil es einfach was ganz anderes ist, als wie man Würfeltürme kennt. Und auch noch nie so gesehen tatsächlich, ja. Ja. Das war der Einstieg. Und als ich die gesehen habe, sind mir immer mehr interessante Projekte da in die Idee gekommen, dass es zum Beispiel, es gibt unheimlich geile Figuren. Ja, inzwischen. Für Terrain gibt es unheimlich viele Sachen und ja, das hat uns einfach motiviert, in dem Bereich einzusteigen und da was draus zu machen. Ja, gerade so im 3D-Druckbereich gibt es ja inzwischen, das ist ja gefühlt in den letzten 1-2 Jahren explodiert. Ja. Was da so an Skype dann am Markt erschienen ist, die erstens kostenlose Sachen zur Verfügung gestellt haben über diese Plattform, da gibt es ja einige Plattformen. Und dann natürlich auch viele Lizenzgeschichten. Ja. Was zeichnet euch da aus? Ich meine, inzwischen gibt es tatsächlich, ich habe in den letzten Monaten, glaube ich, 3 3D-Drucker oder so vorgestellt. Mhm. Was zeichnet euch aus, wo ihr sagt, okay, habt ihr euch spezialisiert auf eine bestimmte Sache? Weil oft sehe ich immer nur Fantasy-Miniaturen, sehe ich ganz oft, weil die Leute sagen, hey, fürs Rollenspiel, ihre D&D-Runde, brauchen sie irgendwelche Fantasy-Miniaturen. Aber ihr habt tatsächlich so ein bisschen auch im Geländebereich euer Steckenpferd, oder? Oder kann man sagen Steckenpferd, oder sagt ihr, ihr seid offen für alles? Wir haben uns da noch nicht festgelegt und wir werden das auch ein bisschen testen, was der Markt annimmt, in welchem Bereich wir Fuß fassen können. Ja. Der Bereich Gelände ist halt sehr interessant, weil sehr universal ist. Wenn ich jetzt eine Fantasy-Figur verkaufen möchte, dann muss ich auch eine Anwendung dafür haben. Wir kriegen zum Beispiel demnächst auch Rollenspielfiguren, die super cool aussehen. Also die Figuren haben wir schon, aber wir haben sie jetzt gerade bemalen lassen und werden sie erst dann vermarkten. Ja. Grundsätzlich ist es mit Figuren halt schon schwieriger, weil ich kann jetzt zum Beispiel keine Games Workshop-Figuren nachdrucken oder das so. Das ist kein vernünftiges Business-Konzept. Das gibt auch Ärger. Auf jeden Fall. Und bei Gelände ist es eigentlich viel vielseitiger. Klar gibt es Gelände, was thematisch ist, was jetzt, sagen wir mal, eher in ein Weltkriegsszenario reinpasst oder eher in in so eine Alien-Welt. Aber da ist man dann deutlich flexibler, wo man das nutzen kann. Und wir haben es auch noch nicht so viel gesehen. Es gibt also viele Projekte, wo man sich selber zum Beispiel die Lizenz erwerben kann. Da gibt es auch viele coole Seiten. Also manche Seiten natürlich kostenlos. Thingiverse findet man jede Menge. Ja. Aber es gibt auch viele Designer immer mehr, die das jetzt auch direkt an Endkunden vermarkten, aber gerade im Druckbereich, 3D-Drucker, die sind halt unheimlich erschwinglich geworden. Es geht quasi absolut. Bei 200, 250 Euro geht das inzwischen los. Ja. Nur damit dann gute Erfolge zu erzielen, ist ein bisschen
schwieriger und viele haben auch keine Lust, so viel Arbeit da Ja, reinzustecken. das habe ich auch schon Und ich mitbekommen. denke, das ist unser Ansatz, Ja. dass wir da die Erfahrung mit den Geräten haben, Ja. wissen, wie da vernünftige Ergebnisse rausbekommen. Ja, ich habe auch mal mit jemandem gesprochen, das war letztes Jahr auf dem Spielzug, der kannte sich auch mit der Materie sehr gut aus und hat halt auch gesagt, naja, jeder kann sich inzwischen so einen Drucker kaufen, aber um wirklich damit zu arbeiten, musst du locker ein Vierteljahr reinstecken, damit du überhaupt ein vernünftiges Ergebnis aus dem Drucker bekommst, ne? Ja. Und das war für mich auch immer so ein Thema, so, boah, 3D-Druck ist für mich sehr interessant, weil ich finde, gerade der Geländebau ist für mich sehr, sehr interessant, weil ich kann die MDF-Bausätze nicht mehr sehen. Wir haben seit vielen Jahren diese ganzen MDF-Bausätze und es gibt so viele verschiedene Schmieden inzwischen. Da gibt es sehr, sehr gute Sachen, aber ich habe tatsächlich gesagt, ehrlich gesagt, keinen Bock mehr auf MDF. Das ist auch im Prinzip ein großer Unterschied. Also wir haben ja zwei Drucktechniken, die da in Konkurrenz oder miteinander stehen, wie man das auch Ja, mal definiert. Resindruck ist zum Beispiel viel einfacher zu beherrschen als ein Filament, Filamentdrucker. ja. Die meisten Resindrucker funktionieren von Haus aus erstmal ganz gut und man muss nicht ständig dran rumschrauben. Man kann auch gar nicht viel dran rumschrauben. Aber da hat man, glaube ich, wieder das Problem mit der Reinigung, ne? Da hat Ja, man, glaube ich, ja, viel mehr Reinigung als ja. mit einem Filamentdrucker, Das ne? ist eine große Sauerei und das ist Ja. auch der Hintergrund, warum die meisten Haushalte sich das nicht anschaffen wollen. Gerade wenn man auch vielleicht Kinder im Haushalt hat, sollte man vorsichtig sein. Man Riecht das muss, stark? ja, Das ist schon, ja. man sollte vielleicht gucken, welche Resinsorten man einsetzt. Wir Ja. sind dann jetzt auf eine gewechselt, die kaum noch riecht und kaum Okay. giftig sein soll. Ja, das ist gut. Ja, aber ansonsten ist man da mit Artenschutz und Ja. einmal Handschuhen am Gange. Und das ist halt nicht das, was man unbedingt im Wohnzimmer machen möchte. Aber nimmt es so ein bisschen vielleicht auch den Job des eigentlich, ich meine, früher haben wir Mastermodelle gebaut per Hand, haben die abgeformt Ja. und dann mussten wir die Teile ja auch abgießen. Ne? Man hatte also auch den Resingeruch in meinem Haus. Ja, Ne? Das war ja. ja auch, aber ist es vielleicht, nimmt das so ein bisschen die Arbeit ab von dem eigentlichen Maß? Also ich habe immer früher, also vor 2, 3 Jahren, wo das so extrem also aufgeschwommen ist, habe ich immer gehört, ja, dadurch wird eigentlich die Handwerkskunst geklaut, weil nämlich die Sculpts am Computer erstellt werden. Das ist Da haben so. wir dann tatsächlich auch, wir haben ja auch eine eigene Miniaturenrange und wir haben auch einen Sculptor, der das noch für uns per Hand macht, aber wir haben uns natürlich damals auch Angebote eingeholt und die sind natürlich auch entsprechend günstiger tatsächlich. Und aber wir haben uns dann doch für den Handarbeitsmoduleur entschieden. Ist das vielleicht auch so ein Stück, dass die 3D-Drucker bestimmte Teile jetzt einfach auch abgreifen vom Markt? Mit Sicherheit. Es ist ja auch viel leichter, weil du als digitaler Künstler im Ja. Prinzip an deinem Modell immer wieder weiterarbeiten kannst und Ja. in wenigen Stunden hast du es ausgedruckt, hast es Ja. vor dir stehen und kannst dir dann überlegen, ob du das Modell so weitergeben möchtest oder ob du noch Veränderungen vornehmen möchtest. Und das ist mit Sicherheit schwieriger mit einem Modell, wo man immer von Hand Ja, das ist, da dran hast du nur eine arbeitet. gewisse Irgendwann Zeit. kommt man vielleicht auch an einen Punkt, wo man dann wieder von vorne anfängt und wieder neu anfängt, das Modell zu designen. Ja. Und da hat man in der digitalen Ja. Produktion riesige Vorteile, Vor nicht? allem kann man ja da dann auch, hey, mir gefällt die Tasche von dieser Miniatur, dann trenne ich die da ab und setze die daran. Das kann ich Ja. ja an einem, das ist schwieriger an einem handgemachten Modell, ne? Ja. Also ich habe das auch gehört, dass viele 3D-Sculptor aus der Computerspielbranche kommen, Ja. die damit einfach jetzt ja einen neuen Markt für sich entdeckt haben, Auf ne? jeden Hey, sie Fall. machen nicht nur Ja. Computerspielminiaturen, sondern sie machen auch Miniaturen für den Das 3D-Druckbereich, Witzige ne? ist tatsächlich, also Figuren sind da universal nutzbar. Gerade jetzt, wenn man versucht, auf dem Resindrucker eine Figur auszudrucken, da kann man tatsächlich eine 3D-Figur aus dem Computerspiel nehmen und so Ja. 1 zu 1 so ausdrucken. Es gibt bestimmte vorbereitende Dinge, die man da noch machen muss, Ja. aber an sich lässt die Figur sich 1 zu 1 so umsetzen. Und ich kann sie skalieren. Und Ne? das Ich auch, kann sie auf einem ja. gewissen Maß runterskalieren, ich kann sie hochskalieren. Das stimmt, ja. Das Der ist natürlich auch Designer, der sehr, muss sehr das gar nicht praktisch. festlegen, der kann sich meinetwegen für 30 mm das Ganze vorbereiten. Genau. Und wenn er sie dann digital weiterverkauft, kann derjenige, der das in den Drucker reinbaut, im Prinzip selber entscheiden, in welchem Format er sie dann ausdrucken möchte. Ja. So, es gerade schon gesagt, so Filament und 3D, ihr druckt mit beiden Ja. Techniken. Was ist so, ich denke mal, so die feineren Sachen sind eher so Ja. Resingeschichten und gröbere Sachen werden mit Filament gedruckt. Aber auch Auch da. größere Sachen vor allen Dingen, gerade im Geländebereich, wenn man Ja. sich vorstellt, man hat jetzt Gebäude, das kriegt man selten in einem Resindrucker unter. Die meisten Resindrucker, die so im Privatbereich unterwegs sind,
haben eine winzige Druckfläche. Ist ja auch ein Dann lassen Kostenfaktor auch, ne? auf jeden Fall, ja. Weil ich meine, was fließt da an Resin rein? Also ich weiß, was ich für meinen. Wir hätten uns ja im Vorgespräch schon mal unterhalten, was du für dein Resin bezahlst. Das ist Ja. ja deutlich teurer. Das ist ja fast dreimal so teuer wie mein Resin, was ich zum Gießen habe. Ja, Das ist ja wir Wahnsinn. bezahlen ca. 50 € glaube ich, für einen halben Liter. Das ist ja Wahnsinn. Also ich bezahle 10 für einen Liter. Also wenn ich eine große Menge kaufe, bezahle ich 10 € für den Liter. Das ist ja Wahnsinn. Also da kann man auch nur kleine Sachen mitmachen. Ja, also man hat die Möglichkeiten, im Resindruck auch hohl zu drucken. Das unterstützt die Software auch. Dann kann man einfach eine Wandstärke definieren und Löcher reinbohren digital. Wir machen das bei unseren Drucken für die Kunden nicht aus Produktsicherheitsgründen. Na klar. Weil man, sobald man ein Loch drin hat, muss man natürlich auch sicherstellen, dass dort das Resin da drinnen alles fest und trocken ist und nichts austreten kann. Und da wir das bei einem Loch soweit erstmal nicht sicherstellen können, machen wir es nicht. Das heißt, unsere Resinmodelle sind massiv. Also massiv, okay. Beim Filament ist es so, dass man automatisch über den Slicer, das ist die Software, in der man das alles einstellt, dort kann man eine Prozentanzahl Füllstruktur festlegen und dann werden die automatisch mit einer gewissen Füllung gedruckt. Dann hat man im Ach Prinzip so so. eine Naja, Gitterstruktur, wenn wie man das halt so man. kennt, ne, von diesen ganzen 3D-Filamentsachen. Okay, bei den Gebäuden, also ich habe jetzt auch schon Filamentsachen gesehen, die waren boah, sehr schlecht, aber du hast mir was mitgebracht. Diese Filamentqualität, die war schon sehr, sehr gut. Also das war, glaube ich, bislang auch das Beste, was ich tatsächlich gesehen habe im Filamentdruckbereich. Schön. Also ich habe auch schon einige gute Sachen gehabt, wo ich dann auch so sage, okay, da kann ich auch mit leben, damit dass da so eine Struktur drauf ist. Aber das, was du mir mitgebracht hast, fand ich schon sehr, sehr gut. Und gerade im Gebäudebereich und so ist das gar nicht so, da fallen einige Sachen gar nicht auf. Gerade wenn man Dachziegel hat oder Steinstrukturen, da sieht man dieses Filament gar nicht mehr, ne? Das heißt, es ist schon so ein Bereich, wo ihr sagt, okay, Gelände ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ihr definitiv hingehen wollt. Cool. Ja, bei den Filamenten macht es auch einen großen Unterschied, was für ein Ja. Filament man benutzt. Das sind ja im Prinzip alles Plastiksorten. Das beliebteste Filament ist PLA, meines Wissens aus Maisstärke hergestellt. Ach, Ist tatsächlich. somit auch hat einen gewissen Bio-Touch Das heißt, im ich könnte mein Verhältnis. Gebäude sogar essen. Nein, Nein. das also es wird als biodegradable Ja. verkauft, kompostierbar, kann man es vielleicht übersetzen, Okay. Es ist halt ist aber recycelbares schlecht, Plastik. schlecht recycelbar. Es Ach geht, doch, schlecht recycelbar. ja, also es wird Okay. anders verkauft, aber ich glaube, Versuche, wenn man es im Garten einbuddelt, das dauert dann, glaube ich, doch relativ lange, Okay. bis es wirklich recycelt ist. Und essen würde ich es auf keinen Fall. Okay. Naja, wir buddeln ja eh nicht unser Plastik in den Garten ein, ne? Ja, aber das macht einen Riesenunterschied. Wir haben auch bestimmt 40 Filamentsorten ausprobiert, bis Okay. wir welche gefunden haben, wo wir zufrieden sind mit der Qualität. Also ihr habt Und schon viel auch Arbeit schon vor dem Ganzen reingesteckt, gesagt, ja, okay, wir wollen jetzt ja. hier nicht irgendwie starten als semi-professionell, sondern ihr seid schon echt professionell, ihr habt vorher schon Arbeit reingesteckt, habt viele Sachen ausprobiert. Ja. Okay, das ist einfach Das wichtig, war ne? also von vor Jahren ging das los. Ja. Das ist auch eine Sache, man muss sich dann, wenn man sich so einen Drucker kauft, einen Filamentdrucker, einfach Gedanken machen, welche Filamente passen gut zu dem Drucker Ja. oder mit welchen Filamenten möchte ich arbeiten. Und da haben wir sehr viel ausprobiert. Und letztendlich haben wir jetzt für ein Filament entschieden, was ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat und haben das dann in einer großen Stückzahl importiert und setzen das sogar auch für unsere Kunden, haben es in den Shop reingesetzt. Ach Das so, dass ich das heißt, Filament auch das kaufen kann. Filament ist bei Ah, uns auch okay. zu kaufen. Da machen wir kein Geheimnis draus. Das Filament ist in allen unseren Drucken benutzt. Also wir Okay. verwenden nur das. Okay. Ja, schön. Wo seht ihr euch denn so in ein paar Jahren, so wo ihr sagt, okay, ihr beginnt jetzt langsam, ne? Wo seht ihr euch in ein paar Jahren? Habt ihr gesagt, denkt ihr euch, okay, wir haben jetzt unsere eigenen Sachen vielleicht auch, so dass ihr sagt, hey, ich habe eigenes Sculpt da mit irgendwie am Start, die nur für uns produzieren Witzig, dass du oder das ansprichst. Ja, das haben okay. wir tatsächlich Ach, auch tatsächlich. überlegt. Das Projekt ist aber noch nicht für die Öffentlichkeit bereit. Das heißt, da werde ich mich jetzt noch ein bisschen Ja, okay. Aber zurückhalten. es ist eine Aber Idee, auf jeden Fall zu sagen, eigene Sachen zu machen. tatsächlich ist das auch ein Bereich, wo wir hin möchten. Okay. Das würde aber parallel zu den anderen, Klar. Zu dem Druck laufen. Und deswegen haben wir das auch ein bisschen getrennt vom Namen her. Wir nennen uns ja im Prinzip mit dem Druckbereich Amarodo Factory, wie auch unser Instagram-Kanal heißt, wenn ich das so sagen Ja, darf. natürlich. Und unser Bereich der
die 3D-Dinge entwickelt, wird Amarode Studio heißen. Ah, Aber okay. das ist alles noch ja, in Arbeit. Oh ja, Ich muss ich denke, schon wir werden mal. aber auch dort anfangen, uns auf Gelände zu stürzen. Der Unterschied ist, es gibt unendlich viele gute Miniaturengestalter Ja. und die meisten Miniaturengestalter wollen halt auch was richtig Cooles machen und meistens haben Miniaturen irgendwie doch eine andere Wirkung als Gelände. Ich möchte Ja. nicht sagen, dass Gelände schlecht ist und Nein. Gelände macht einen super großen Unterschied auf dem Ja, Spielfeld, absolut. aber als 3D-Artist verstehen sich einfach die meisten doch eher als Figurenartist. Ja. Vielleicht auch, weil die jetzt aus der 3D-Industrie, aus der Spielindustrie kommen, das weiß ich nicht so genau, aber man findet doch deutlich mehr Miniaturen Vielleicht ist das auch so ein Künstler. Ego-Ding, ne? Weil so ein Ja. Häuschen so, ja gut, ein paar Ziegelsteine und ein bisschen Holz und so, dann ist das so, naja, das ist nichts Besonderes. Aber wenn ich Ja. so die ultra krasse Miniatur gestalte, dann ist das vielleicht auch so, guck mal, das habe ich gemacht, ne? Als so Das ein stimmt, Haus. ja. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen Ego da mit reinspielt. Aber ich finde gerade den Geländebereich super interessant, weil Ja. Miniaturen, ah, muss ich sagen, naja, wozu brauche ich denn Miniaturen im 3D-Druckbereich? Das sind tatsächlich Rollenspieler. Als Tabletop-Spieler brauche ich für gewisse Spielsysteme Miniaturen, die ich mir irgendwo besorgen muss für einige Spielsysteme. Ja. Aber ansonsten bedient mich ja das Spielsystem eigentlich an sich mit Ja, Miniaturen. das stimmt. Und aber Gelände ist immer so ein Ding, ja, das muss ich mir entweder selber bauen oder ich muss es mir irgendwo anders kaufen, weil ein Spielehersteller, außer Games Workshop, hat sehr selten eigenes Gelände. Von daher sehe ich da, glaube ich, auch Das ist eher so, das wie ja. die Miniaturen. Es gibt zwar unzählig viele Miniaturen, aber ich würde auch alles kaufen, weil es so viele schöne Sachen gibt, aber ich brauche sie einfach nicht, ne? Und da habe ich auch irgendwann aufgehört. Ich habe irgendwann für mich gesagt, ich kaufe eigentlich nur noch das, was ich auch wirklich zum Spielen brauche und nicht, was ich mir in die Vitrine stelle, weil das verstaubt da eh nur, ne? Ja, das stimmt. Gerade beim Gelände. Games Workshop bietet einige coole Ja, Geländestücke an absolut, ja. und da kommt auch immer mal was Neues draus. Ja. Aber ich kenne auch viele Das reicht Spieler, nicht. die sich daran satt gesehen haben, wo man im Prinzip 10, 15 Jahre immer in den Ruinen Richtig. gespielt hat Ja. und irgendwie sagt, naja, das Spielsystem entwickelt sich jedes Jahr weiter. Ich kaufe mir jedes Jahr einen neuen Kodex und alles ändert sich, aber irgendwie das Gelände sieht Das immer gleich Gelände sieht aus. immer gleich aus. Sie haben zwar jetzt so in einigen Bereichen haben sie mal ein bisschen aufgefrischt. Das tat dem Ganzen auch sehr, sehr gut. Ja. Es gab einige gute Geländesets, die sie leider rausgenommen haben, wo ich gesagt habe, okay, warum? Aber Games Workshop ist tatsächlich mit der einzige, der wirklich auch Gelände mitliefert, ne? Ja. Das ist sehr, sehr selten bei Spieleherstellern, ne? Von daher sehe ich das absolut irgendwo weiter vorne als Miniaturen Ja, tatsächlich, ne? das stimmt. Kann ich denn eigentlich auch als Privatperson zu euch kommen und sagen, hey, ich habe hier eine Figur, kann ich mir die bei euch ausdrucken? Geht das? Momentan bieten wir das nicht an. Okay. Es ist halt so, dass man für die Miniaturen relativ viel Arbeit hat, die vorzubereiten. Es kommt ein bisschen darauf an, was es ist. Sag ich mal so, Resin-Miniaturen sind in der Vorbereitung leichter und im Druck aufwendiger, aber momentan haben wir das als Service nicht dabei. Wenn ich als Unternehmen zu euch komme und sage, ich möchte gerne, dass ihr mir meine Master druckt, Das auf jeden Fall, das ginge. ja. Okay. Ja. Haben wir auch schon gemacht. Sehr gut. Müssen wir uns dann mal unterhalten. Kommen wir nochmal zu dir als Privatperson. Du bist ja Tabletop-Spieler. Ja. Wie lange? Ich kann es nicht an einem genauen Datum festmachen. Ich glaube, es sind so circa 12 Jahre. Okay, also bist du auch schon länger im Hobby. Ja. Und was sind so deine Systeme? Hast du Lieblingssysteme? Wie bist du ins Hobby gekommen? Ich bin durch einen Brettspieleladen tatsächlich Ach, in tatsächlich. Braunschweig in das Hobby reingekommen und ich war am Anfang immer ein bisschen frustriert von diesen Games Workshop-Platten. Da hatte ich so ein Ja. bisschen Angst vorgekriegt. Die haben immer so 20 verschiedene Würfel geworfen und das kam mir ein bisschen komisch vor. Okay. Und in dem Laden, in diesem Brettspielladen, haben sie vorwiegend War Machines Horde gespielt. Oh ja, das war in Braunschweig, hatte eine sehr große Szene damals auch. Da kann ich mich noch dran erinnern, die Weiß zu ich der nicht, ob Zeit. Braunschweig größer ist als in anderen Städten, aber Ah, es gab viele, viele Spieler, ja, ja. es gab, es gibt immer so verschiedene Städte, zum Beispiel Ja. Hannover hatte zum Beispiel eine sehr, sehr große Flames of War Community. Ja, und in Braunschweig wusste man auch, oh, da sind viele War Machine Horde Spieler Ah, tatsächlich. okay. Ja. Kommst du aus Braunschweig ursprünglich? Nee, ich habe aber dort ungefähr 5 Jahre gewohnt Ach und so, okay. der Spieleladen war quasi die Straße runter Ja, gut. und ja, da hatte ich dann die Connection gefunden und das Spielsystem hatte mich sofort in den Bann gezogen und Gibt es heute leider kaum noch, ne? Also hatte ich. es gibt es noch, aber es wird nicht mehr Man hört nicht gespielt. viel davon, Sie haben, ja. glaube ich, auch irgendwas auf eine App umgesetzt und so weiter. Das fanden die Spieler, glaube ich, nicht gut. Und ich glaube, die Community in Deutschland ist so gut wie tot. Ich spiele es auch nicht mehr. Ja, schade. Es war ein gutes Spiel. War Ja, ein richtig ja. gutes Spiel.
Okay, was spielst du heute? Ich bin dann später zu den Harz-Gamern gekommen, weil ich Ja. im Harz gewohnt habe, auch eine ganze Weile. Und dort gab es auch eine Zeit mit Horde und War Ja, Machines. genau, die hatten auch ein bisschen was. Aber 40k war immer dominant. Und ich bin mal mit Kill Team reingekommen und da habe ich geschnuppert und plötzlich war ich auch im Bann und habe dann 40k gespielt. Okay. Das ist auch das, was ich heute nochmal spiele. Ich habe jetzt eine lange Pause gemacht, bestimmt 2 Jahre gar Okay. nichts auf dem Tisch gehabt, Okay. aber seit ein paar Monaten geht es wieder los, auch mit den neuen Editionen, mich ein bisschen Ja. reingearbeitet. Und andere so Skirmisher oder so irgendwie gar nicht irgendwie. Also Freebooters Moment. Fate oder Infinity oder so. Ich habe Firestorm Armada gespielt. Ja. Ich leider gibt's nicht mehr. Ja. War aber total War ein cooles gutes, ja, war System, ein war gutes nicht teuer. System. Man Ja. hatte für ein relativ schmales Geld und mega interessante Regelsysteme. Also wenn ich das mal vergleiche, zum Beispiel mit dem X-Wing Tabletop, Ja. geht es in eine ähnliche Richtung, aber Ja. spielt sich doch ganz Ja, anders. Ist halt das ist schon wirklich, da anders. Das merkt ist man so schon, dass es. flottenbasierter auch, ne? Das war ja Ja. mehr so flottenbasiert, ja, das stimmt. Genau, und man hat ein anderes Gefühl, weil einfach sich wie ein richtiges Tabletop mit komplexen Regeln auch anfühlt. Und das X-Wing ist ja eher leicht zu erlernen. Ja, Es ist ja. zwar, hat eine taktische Tiefe und ist Ja. auch ein tolles System, Ja. aber Kommt als Anfänger ganz gut rein. auf jeden Fall. Und das war bei Firestorm Armada, Dystopian Wars, das waren ja so die gleichen Ja, Systeme, sehr genau. ähnlich. Und das war, ich habe Dystopian Wars sehr gerne gespielt. Ah. Kommt dieses Jahr wieder. Hoffe ich. Aber das waren schon Spiele, da musst du dich auch, da musst du drin sein. X-Wing kannst du nebenbei mal spielen. Ja. Aber solche Systeme muss man halt auch intensiv spielen, um sie zu spielen. Ne? Finde Das ich auch. stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Eine Malifaux-Zeit hatte ich nochmal. Oh, Ich sehr glaube, das schönes. ist auch eher ein bisschen ausgestorben. Ja, das System mag ich nicht, aber die Miniaturen waren Weltklasse. Ah. Ah, also die Miniaturen sind Ja. unglaublich. Ich habe auch noch eine Bande in der Vitrine auf dem Flur stehen. Also die Miniaturen, weil ich ja, es hatte eine coole Atmosphäre irgendwie. Es war schon geil. Ein sehr ungewöhnliches Setting. Ja, absolut. Bisschen krank so, Ja. kranke Miniaturen dabei, aber das war genauso das, wo ich gesagt habe, aber Spielsystem mochte ich nicht ganz so, weil viel aufeinander aufgebaut hat. Man musste den und dies und das und dann konnte man den super Powerschlag machen und das sind nicht so meine Systeme. Aber das aber hatte ich so das Gefühl, aber ich habe das nie intensiv gespielt. Wir haben es auch nicht so intensiv gespielt. Ich fand aber dort gerade das Regelsystem auch sehr interessant, weil es War was anderes. dort ja sehr Absolut. missionslastig war, dass man im Prinzip sich nicht einfach nur geprügelt hat. Ja, das Und stimmt. das war, glaube ich, auch zu der Zeit, wo wir auch 40k viel gespielt haben. Und in der Edition hatte man einfach seine Ballerburgen aufgebaut und von der einen Richtung in die andere geschossen. Und da war so ein sehr missionsgetriebenes Tabletop doch mal eine schöne Abwechslung. Und man hat Absolut. ja jetzt auch gesehen, dass Games Workshop auch mit dem 40k-System immer stärker in die Mission reingegangen ist. Gerade mit dieser neuen Kampagnenform, die sie damit rausgebracht haben, finde ich auch sehr stark. Wir wollen es demnächst mal ausprobieren. Ich bin gespannt. Ich bin ja eigentlich gar kein 40K-Spieler, aber Ja, also habe ich schon gesehen. ich hab früher Ja. viel 40K gespielt, aber heutzutage gar nicht mehr. Historische Sachen gefallen dir gar nicht? Muss ich ehrlich sagen, nicht so sehr. Ja. Okay. Okay, ist ja jedem seine, also mehr so Sci-Fi, Fantasy Ja, ist so ja, deins. ja. Okay. Jetzt bist du ja seit einigen Monaten oder ja, bist ja schon einige Zeit jetzt, aber du kommst jetzt quasi ja in als du bist ja frisch in dieser Tabletop-Business-Szene. Ja. Hast du schon Erfahrung gemacht? So, ich finde, du bist ein sehr professioneller Typ. Ne? Also so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, bist du ein absolut professioneller Typ und das ist genau das Richtige, was diese Szene braucht. Weil ich finde schon, dass die Tabletop-Szene, ich habe ja mal ein Video darüber gemacht, wie unprofessionell diese Szene eigentlich ist. Aber hast du selbst schon Erfahrungen mit dieser Szene machen können, wo du denkst so, okay, diese Strukturen, die verstehe ich jetzt nicht oder hier gibt es überhaupt keine Strukturen oder? Das wäre jetzt zu früh, um das zu bewerten, Okay. muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind jetzt halt erst dabei. Das kostet sehr viel Zeit, diese ganzen Sachen vorzubereiten. Das heißt, die richtigen Miniaturen auszuwählen, Na zu klar. lizenzieren, Probe zu drucken, zu gucken, passt das von der Qualität, kann ich das verkaufen, möchte ich das verkaufen. Das ist halt doch sehr lange Zeit Vorbereitung. Und wir sind jetzt dabei, die ganzen Marketingkanäle anzuwerfen und Okay. erst quasi unsere Produkte auf den Markt zu schmeißen. Und da sind die Berührungspunkte noch gering. Okay. Naja, kann ja sein, dass wir vielleicht in einem halben Jahr nochmal sprechen und Ja. dann. Ja, sehr schön.
Ich glaube, da sind wir jetzt auch erstmal durch. Ich würde in den nächsten Wochen, du hast mir ja einiges mitgebracht, und ich werde für die jetzt auch einiges bemalen. Da werde ich auch ein Video zu machen, wie wir das Ganze mal machen. Und zwar wollen wir ja mal eine Unterwasserwelt bemalen. Ja, du hast mir ja jede Menge Geländeteile mitgebracht. Ja, eine Unterwasserwelt mit Korallen und so weiter. Und das sieht richtig, richtig toll aus. Das werde ich euch dann im entsprechenden Video dann mal vorstellen. Und dann werden wir einfach mal gucken, wie können wir sowas eigentlich bemalen. Ist auch eine Herausforderung für mich tatsächlich. Unterwasserbemalung ist schon ein bisschen, man muss ja irgendwie diese Reflexion mit einbringen. Ich bin sehr gespannt, wie mir das gelingt, aber wir werden auf jeden Fall ein Video darüber machen. Und dann können wir ja mal so in regelmäßigen Abständen immer mal ein paar Neuigkeiten von dir zeigen. Ja, das ich bin sehr gespannt. Ich habe ja einige Bilder schon von dir gesehen, was du so gemalt hast. Und ich glaube, das wird sich auch dieser professionelle Touch auf die Modelle übertragen. Ja, Gelände macht mir tatsächlich mehr Spaß wie Miniaturen, weil man sich da irgendwie noch mehr austoben kann. Aber ich bin jetzt auch in diesem Korallenriff extrem scharf drauf, weil da ich endlich mal wieder mit Farbe arbeiten kann. Ich mache viel historischen Kram. Ja. Das heißt, eigentlich kennen meine Augen nur grün und braun. Und deswegen freue ich mich auf rot, lila, pink und all so ein Kram. Ja, also wir haben da genug Material, um auch einen ganzen Spieltisch vollzustellen. Tatsächlich, das ist auch ein gutes Beispiel, so eine Unterwasserwelt ist ein Bereich, wir sind noch gar nicht sicher, ob wir dafür einen Markt finden. Wir haben die Modelle gesehen, wir fanden sie super cool. Ja. Deswegen haben wir gesagt, wir bringen sie raus, wir drucken sie mal und wir bringen sie dir mal mit, weil wir uns schon irgendwie gedacht haben, dass du daran Gefallen findest. Ja. Ich glaube eher, dass wir mit anderen Produkten Geld verdienen als mit der Unterwasserwelt. Ist sehr speziell. Es gibt ein Spielsystem, das nennt sich Deep Wars, kommt aus Amerika, habe ich das Regelbuch auch hinter mir im Schrank stehen. Cooles Spielsystem, coole Miniaturen, gibt es auch gar kein Gelände für. Also dafür wäre es perfekt, aber nur dafür. Ja. Für was anderes würde es mir jetzt auch nicht einfallen. Vielleicht für Freebooters Fate als Deko-Element im hinteren Wasserteil. Sowas vielleicht, aber dann auch nur wirklich als reine Deko und nicht als spielbares Element oder so. Weil unter Wassergelände wüsste ich sonst tatsächlich auch kein anderes System. Aber das wäre, also ich glaube schon, dass man es haben sollte, als spezielles Produkt einfach. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so ein absatzstarkes Produkt. Ne? Ich meine, letztendlich muss man sich auch überlegen, wenn man sich so eine Unterwasserwelt baut und da jetzt mit Space Marines rumläuft, vielleicht kann das auch cool aussehen. Vielleicht kann das auch cool aussehen. Also wer weiß, ich glaube, bei irgendwo gibt es doch so eine bei Kings of War ist es so, da gibt es so eine Unterwasserweltfraktion, glaube ich. Ich glaube, es war bei Kings of War. Da würde es vielleicht noch passen, aber es ist dann auch schwierig mit der Gegennation und so. Ja, müssen wir mal gucken. Aber das zeigen wir euch auf jeden Fall in einem Video. Ich zeige euch dann immer mal wieder neue Sachen. Ihr habt ja schon im Hintergrund im Vlog mal gesehen, diese riesen Schildkröte. Die werde ich dann demnächst auch mal fertig machen. Da musste ich noch so ein bisschen dran rumfeilen. Aber du hattest auch noch mal neue Schildkröte gedruckt. Ne? Das war ja nur, ich habe ja nur einen Testdruck bekommen, von daher musste ich da noch ein bisschen was machen. Aber du hast sie jetzt inzwischen noch mal neu gedruckt. Ne? Ja, wir haben sie jetzt in einem Stück gedruckt. Cool, wir haben sie dir in allen Einzelteilen gegeben. Das ist noch unklar, was wir mit der Schildkröte machen werden. Eigentlich würde ich sie am liebsten noch größer machen wollen. Ja, die ist so geil, weil sie einfach schon so massiv ist. Ne? Aber es ist cool. Um sie auch aktiv als Gelände nutzen zu können. Das heißt, dass man sie vielleicht wirklich in die Mitte von so einem Spieltisch stellt. Ja, genau. Auch als bespielbares Gelände hat, dass die Figuren da raufklettern können und von oben aus spielen und runterballern oder sowas in der Richtung. Dem Geländestück vielleicht sogar eine Regel geben. Ja. Dass sie sich bewegt. Ja, das wäre auch mal was ganz Außergewöhnliches. Ja, so eine zufällige Bewegung vor jedem Beginn jeder Runde finde ich auch interessant. Cooles Geländestück zeige ich euch auf jeden Fall nochmal im Vlog. Ihr habt es, glaube ich, nur im Hintergrund, glaube ich, gesehen. Oder ich habe sie mal in die Kamera gehalten, glaube ich. Ne? Ich habe es tatsächlich in einem deiner Vlogs gesehen. Da bist du mal so über diesen Maltisch geschwenkt. Ja, da stand sie dann. Und ich habe sie natürlich wiedererkannt. Ja, natürlich. Ja, Mensch, dann erstmal vielen Dank, dass du hier warst. Und wir werden euch auf dem Laufenden halten, so wie wir es natürlich immer machen. Immer wenn Leute hier waren, werden wir immer mal ein bisschen davon berichten, was da so passiert. Und das werden wir hier natürlich auch machen. Und ja, wie gesagt, in ein paar Wochen seht ihr dann erstmal dieses Unterwasserwelt-Video. Ich zeige euch die Produkte, zeige euch die Qualität natürlich. Und ich sage vielen Dank, dass du hier warst. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich bin sehr gespannt auf das Community-Feedback. Ja. Schreibt das auch in den Kommentaren, genau, wie ihr die Sachen findet. Absolut. Schaut auf jeden Fall mal im Shop vorbei. Instagram, das packen wir alles mit unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr mal auch durch den Shop stöbern. Instagram, was habt ihr da? Seid ihr da sehr aktiv auf Instagram? Ja, wir sind aber sehr neu auf Instagram. Wir haben, glaube ich, erst vor einer Woche den Account eröffnet. Und sind jetzt dabei, aber wir haben die ganze Technik am Laufen. Ja. Das heißt, da wird jetzt jede Woche, naja, täglich, alle 2 bis 3 Tage wird
immer mal wieder was Neues kommen. Es kommt so ein bisschen darauf an, was wir gerade haben. Ja. Wenn wir jetzt, erwarten wir eine Kiste mit bemalten Figuren von unserem Maler zurück, da sind wir mega gespannt drauf und die Sachen werden wir natürlich direkt in den Kanal reinfügen. Genau. Wichtig ist, immer schön Stories machen, irgendwie Quatsch-Stories, das gucken die Leute irgendwie lieber als irgendwelche Bilder. Videoinhalte sind tatsächlich immer wichtiger geworden auf Instagram. Wie wir tatsächlich als Shop mit dem Thema Video und solchen Inhalten umgehen, haben wir uns noch nicht so ganz festgelegt. Das war der Hund und der hat gesagt, wir müssen raus und deshalb beenden wir dieses Video. Ich sag danke, wir sehen uns nächstes Mal. Guckt in die Videobeschreibung, dort findet ihr alle Links. Schaut mal vorbei und checkt mal den Shop und jetzt will er wirklich raus. Bis dahin, tschüss. Ciao.